Guys, kill the noise. A Macon. I can't believe they've taken the mine too. That means the defense force and residents are... Oh no, Juju! Keep it together, Sharla. Don't start panicking now. Rhine! You said yourself, they can't have seized the entire area, right? I bet you they're holed up someplace safe. Juju is alive, and we're gonna find him. That's why we're here. You can count on us. Yeah, yes. It'll be fine. Rhine, Shulk, thank you. So, wenn hier Mechon rumlaufen, dann würde ich sagen, ist Sharlas Zeit leider abgelaufen. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, mit ihr zu spielen. Wir werden zurück zu Shulk gehen. Ich muss einfach in den Mechon-Gebieten muss ich Shulk spielen wegen der Verzauberung. Weil ich möchte, die werden mich dann nicht auf den Computer verlassen. Könnt ihr gerade knicken, Freunde. Rote Spulen. Ich wollte noch auf das Collecticon gehen, habe ich vergessen. Das müssen wir natürlich dann direkt machen. Nee, Collecticon wollte ich. Ethamine lohnt sich nicht. Colony 6 schon eher. Da haben wir schon fast alles. Dürften 83% sein dann. Dann sogar 87. Gut, Abi Mathe. Man sollte mal auf 8 zählen können. Ich habe gesagt, es wären 5 von 6. Aber das sind tatsächlich 7 von 8. Deswegen bin ich auf die 83 gekommen. 83. Aber es sind natürlich... Oh, hier ein Level 22er Krabbel. Ich bin versucht, Freunde. Ja, wir sind natürlich alle Level 22 Angriff. Angriff. Leider habe ich im Moment auch die Wut auf mir. Das bringt dem Gegner aber nichts mehr. Oh, das macht ja auch mal ein bisschen Schaden hier. Der Schmetterschlag, der erst auf Stufe 2, nämlich gewundert, warum die Schaden austeilt. So. Ja, es läuft gut also. Für Level 22 haben wir den relativ schnell erledigt gehabt. Hier geht es sogar vorwärts. Na, das muss es nicht sein. Wollen wir erstmal den oberen Bereich hier komplett an uns anschauen. Ja, da bin ich dann auch kleinlich. Ich weiß, das hier sind hier wahrscheinlich zwar... Doch, es sind sogar Orte, die man erkunden muss. Ich habe gedacht, das wäre nicht so. Könnt ihr auch mal nicht ganz so knickrig sein. Hier auch endlich mal das Aether-Zeug mitnehmen. Da bin ich immer ein bisschen... Weiß nicht. Es ist halt so, dass das Zeug, das man von Gegnern... Man kriegt das Zeug eigentlich auch von Gegnern. Eigentlich bringt das Zeug, das man von Gegnern bekommt, auch... Effektiv gesehen mehr. Also nicht nur effektiv, sondern auch generell. Hier Materie-Krabbel für 24, Freunde. Wisst ihr was? Haut sie weg! Aber warte mal, alle auf einen. Ich will erstmal den hier weg haben. Den 20er, damit wir uns auf den 24er konzentrieren können. Er nimmt auch so genug Schaden nebenbei, aber. So, Schattenauge. Das Problem, was man halt auch immer mit den Sachen hat, mit den Attacken, ich möchte noch mal ganz kurz erläutern, warum ich da manchmal die Action-Kommandos so krass versau ist. Ist eben so, wenn man die ganz am Rand trifft, ich habe das schon mal erwähnt, dann bringen die mehr. So. Also, auf jeden Fall, sie bringen mehr. So, die Schwertraum, die haben wir erst hoch gemacht. Die macht 4000 fucking Schaden, Freunde. Das ist so hart. Elektroschuss und die Chantex leider so Ende keine 6000 Schaden. Sehr, sehr. Sehr, sehr schade. Aber wir sehen auch schon, es ist auch nicht schwierig gegen Gegner mal zu kämpfen, die zwei Level über einem sind. Das ist nicht wie die mega wilde Aktion. Also, das geht gut. Ab 5 drüber wird es halt enger. Das müssen wir auch in dem Spiel irgendwann mal machen. Ganz am Ende aber erst. Je nachdem, was gerade anbietet. So. Sieht hier alles ein bisschen nach Chaos aus. Hier, das haben wir noch nicht hier gesehen. Da geht es jetzt sogar zu einem... Ist es vielleicht so ein Geheimpunkt? Also, psst, Geheimpunkt vielleicht. Ja, ich hoffe, du hast einen schönen Ton gehört hier. Und das ist ein Level 26er Boss. Ne, 29 gehört. Lass mir in Ruhe. Ich hab gesagt, lass mir in Ruhe. Schuld. Gut, dann holen wir jetzt eben der... Ein bisschen nicht, das war auch. Boss habe ich ja gesagt, lass prinzipiell in Ruhe. Also außer als Storybosse. Wegen Mission, ich habe keine Lust zu respawnen. Das machen wir dann so wie beim letzten Mal in Kolonie.
9, dass wir dann alle, oder auch der Ethamin, dass wir dann alle zusammenholen. Das mache ich dann, das plane ich jetzt dann auch noch beim Bein des Bionis zu machen, alle Gegner, die wir im Moment holen können, zu holen. Ja, der Speer, der ist gut, der kann dann, der kann seinen Job gern machen. Der hat mich jetzt angegriffen. Ja, niemand relevant ist auf jeden Fall. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich flieh mich mal nächste Cutscene. Das ist nur Level 18, das bringt nichts. Wir sind sogar zum Teil schon 23. Geheimpunkte geben auch immer viel Erfahrung, sollte ich noch anmerken. Sollte man ja nicht mitnehmen. An Aether Rifle? Gaddo! Shala, wait! I know that voice. Medic, is that you? Atharon! That's our cue, right? Oh, yeah. Wenn ich jetzt denke, der Typ hier ist ein spielbarer Charakter, nein, der ist hier, fungiert als Gast im Team. Ich würde das gerne mit der Maus zeigen, aber habt ihr ja nicht zur Verfügung gerade. Da unten seht ihr es bei Gäste, da gibt es einige. Ja, lange Rede, kurz den Angriff. Lange Rede, kurz Sinn, was zur Hölle? Wie geht der Spruch? Ich habe ihn gerade vergessen. Ich habe das Sprichwort vergessen, what the hell? Fuck, was ist denn los mit mir heute, Alter? Ich bin echt verwirrt. Man merkt, ich bin nicht ganz fit. Und Angriff. Bäm, da macht doch einigen mehr schon Schaden. Das seht ihr, haben wir gleich noch einen mitgetroffen, der 3000. Und wir kriegen eine neue Technik. Das ist die Erschütterungsklinge, die kann Gegner ohnmächtig machen, wenn sie umgeworfen sind. Also, das ist für Chain Attacks eine sehr, sehr interessante Methode. Definitiv. Das ist, glaube ich, sogar Schulks letzte richtige Technik. Also, der fokussiert jetzt mehr auf die Monado-Techniken. So, Ryan kriegt ein bisschen Heilung. Warum ist der so geschwächt? Das Monado muss wieder voll werden, Freunde. Oder wir hauen die einfach so schnell weg, das geht auch. Oder eine Chain Attack. Warum macht er keine Chain Attack? Ah, super, jetzt kann ich es mir auch schenken, die Chain Attack. So. Ich glaube, Ethers Schaden kriegen die auch immer. Medic, why are you here? Sir, isn't Gaddo with you? We have much to discuss. You'd better come with me. Sir. So, Juju has been taken by the bronze-faced one. Sir, what about Gaddo? Gaddo is gone. Gone? What do you mean, gone? Gaddo and I planned a surprise attack to set everyone free. But we failed miserably. When I woke, Gaddo was nowhere to be seen. Only his rifle remained. But he is alive. I can feel it. We may not be joined by blood, but he's like a son to me. I'd know if he were dead. Oh. Some of the people in Colony 9 got eaten. Ryan! Sorry. I forget I said that. They don't kill Homs right away. If that bronze-faced one took him, we still have some time left. Are you sure? Boy, that blade was once Dunban's. I'm not sure why you have it, but we're going to need its full power. You can count on me.
We're heading for the central pit. It's where they take all the Homs they kidnap. If Juju's alive, that's where he'll be. Gather your things, we're moving out. You say something, Shulk? No, no. It's nothing. Forget it. Die Minenbasis, ein sehr gutes Versteck, wie ich finde, weil wir sehen es hier gleich. Wir kommen jetzt wahrscheinlich nicht raus, gut. Es gibt nämlich den Weg noch. Der ist, das Teil ist dermaßen versteckt, das würde eigentlich, glaube ich, würde man das nicht wiederfinden. Also, wenn ich wüsste, dass der da wäre, wäre das wahrscheinlich einer der besten Verstecke, die das ganze Spiel zu bieten, bieten hätte, wäre es ein bisschen, dass er sich gereimt und klingt ein bisschen doof, dass Verstecke hätte. Wisst ihr, wie ich meine? So. Hurry it up, slow coach. What's wrong? Juju! Gado! This is for you! What can it mean? This is for you. Is Juju already dead? Or is he going to be killed? Is that why Tharon... But then, what does that mean? If we keep moving, is Tharon really going to die? No! What's wrong, Shulk? This battle is for my people. If you can't handle it, drop that weapon and head home. That's not it. It's just that... Out with it! Listen. Maybe we shouldn't just rush in head first. What? We got this far. I think we should observe them and plan our attack afterwards. You insolent! We don't have that kind of time! You don't know a damn thing about these machines. I have observed their movements. I've planned this attack for a month. I know full well what's going to happen to my brothers and sisters. It's just... We're going! Fall in, medic! Sir, what's got into you? A vision again. Don't tell me, another death. Yeah, I knew it. The Shulk I know doesn't just chicken out for any old reason. This vision, was it like before? Kind of. I saw an underground ether river. And a Tharon. Huh. An ether river. You know what? That sword lets you see the future. All that power, and you still keep getting it wrong. Better to use my brain than my fists. Shulk, I may rush in head first, but at least my head's useful for something. Okay, okay, I get the idea. I ain't done yet. You're useless on your own, Shulk. That's why we're here. Ryan, Next time you have a vision, you tell us. We bear the burden together as a team. You have a vision you don't like, we'll change the future together. Got it? Got it. What was that? Say it like you mean it. I got it, all right? Next time I'll tell you. He's right, Shulk. You two saved Juju once before. I know we can do it again. I believe in you. Thanks. They're right. We'll change what happens. Anyway, I didn't see Juju and the others dying. There's still hope. Yeah.
Die Musik lässt auf jeden Fall auf nichts Gutes schließen. Ach, really jetzt? Ihr Mechern seid doch solche Spinner. Ah, greif es das Ding an, ey. Ohne Scheiß. Es nervt mich jetzt gerade für diese Viecher. Diese Mechern können echt lästig werden mit der Zeit. So, jetzt kehren wir mal ein bisschen hier zurück zum Spiel, würde ich sagen. Weil es schon sehr viel Story und sehr viel. Naja, nachdenkliche Story möchte ich nicht sagen, aber. Doch, auf jeden Fall relevant, das haue ich einfach drauf, ist mir egal. Hier ziehen wir beiden mal die Hälfte ab mit dem Angriff. Wie gesagt, eigentlich das Monado, der Schmetterschlag ist nicht die Option, die ich unbedingt wählen würde zum Angreifen. Weil man damit eben das komplette Monado zum einen verbraucht. Das ist das eine. So, das hätten wir erledigt, hoffentlich. Hier auf Plus kann man immer noch sehen, was für. Was dieser. Wie nennt man das? Modus heißt das nicht. Was diese Eigenschaft bringt. Und hier kann man nicht nach drüben springen. Das sehen wir schon. Das ist nicht mal im Ansatz möglich. Heißt, wir müssen einen anderen Weg nach dort finden. Ich hoffe, ich ist nicht alles voll Mechanismen auch noch. Kolonie-Echsen und ein Item, das wir später brauchen können. Das genau an der Stelle, die wir gerade eben gesehen hatten. Oh, liebes Kranich, das war das Zeug, glaube ich, was so ekelhaft zu suchen war, weil was nicht tauschen kann. Da erinnere ich mich, glaube ich, dran. So, nehmen wir mal das Zeug hier mit. Ah, ne, es gibt es nur, wenn man dreimal das machen kann, kommt das Signal, okay. Ist der Ton da? Den kennen wir, kommen wir nicht rüber, wie gesagt. So, das ist wirklich ein verwirrendes System hier, wie Schala bereits erwähnt hat, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir hier hochgehen diesmal. Oh, hier sogar eine noch größere Ader. Hier kriegt man auch gutes Ätherzeug, allerdings muss man jetzt wirklich sagen, dass das halt oder viel, aber man muss halt zeitnah im Spiel verwursteln, sonst bringt das einem nichts mehr. Hier geht es dann weiter. Zum Minenaufsicht. Das ist auch generell die Ether-Mine ist ein sehr, sehr verstricktes System. Also hier runterwärts geht es mit dem Aufzug und dann muss man nachher dann wieder da drüben kann man hoch. Also, holy crap. Ah nee, das ist hier gar nicht der Aufzug, das öffnet uns nur die Tür. Ich habe gedacht, es gibt einen Aufzug, also hier öffnet man die Tür für drüben und so, Aktion. Man kann natürlich jetzt auch runterspringen, wenn man will, aber das bringt nichts, um es mal freundlich zu formulieren. Also hier in der Ether-Mine zu sterben ist sau uncool, weil der letzte Reisepunkt ist schon ein bisschen länger zurück hier, um genau zu sein, die Minenbasis. Mal nicht gerade haben wir schon, das sieht relativ vollständig erkundet aus, könnte sein, dass da irgendwas zu kurz gekommen ist, das ist durchaus nicht unmöglich, würde ich sagen. Boss? Nee, kein Boss. Boss ist nicht gut, Freunde. Wir wollen hier hin. Hier waren wir noch nicht, oder? Nein, hier kommt auch eine Katze, die uns dann aus dem Bossfight rettet. Und es kommt die Zentralgrube. Ist das ein extra Ort? We're here, the central pit. Where are they all? I don't see anyone. We'll take that lift. I'm ready to mash some mech on. Yeah. Juju, Atharon, just hold on. Ja, Freunde, an dieser Stelle würde ich aber jetzt dann auch sehr gerne den Storyplot beenden fürs Erste. Wir werden, ich klicke schon wieder vollkommen wild rum, ich wollte auf die Karte gehen, gucken, ob Zentralgruppe ein extra Gebiet ist, nice, nicht genug zur Ether-Mine dazu. Ja, auf jeden Fall werden wir
sehen wir es noch einiges zu erkunden. Aber wir kehren uns zum Bein des Bajones zurück ins Flüchtlingslager und werden uns den Missionen dort stellen. Ich werde auch nochmal zurückkehren nach... nach Kolonie 9 kehrt dann später zurück, das machen wir. Dann werden wir mal einen richtig ekelhaften Storyplot haben. Ich weiß auch genau, wann wir das machen, weil da eigentlich ein Storyplot neben Questplot. Wir werden es hier auch zu Schala wechseln. Wieder, weil sie hat ihre Aufgabe noch nicht ganz vollendet am Bein des Bajones. Ja, in diesem Sinne dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Nebenquests. Ich hoffe, euch hat diese Session von Xenoblade Chronicles gefallen. Und dann kann ich euch das nächste Mal, wenn ihr wollt, wieder begrüßen. Bis dann und tschüss.